Hallo, liebe Freunde des guten Geschmacks, Comic Engine hier. 2021, Mai, wir sind fast im Juni, das Wetter scheint endlich besser zu werden. Und da habe ich euch was mitgebracht, weil ich euch gerne zeigen würde, weil ich von diesem Laden wirklich überzeugt bin und da auch gerne mal bestelle. Ne? Also das bleibt natürlich nicht aus. Aber ich habe mal ein paar Musterexemplare bekommen, die ich euch mal gerne zeigen möchte. Ich werde auch mit euch Maße durchgehen und so weiter. Und ihr denkt jetzt, was zum Teufel erzählt ihr da? Ich habe nicht Post bekommen. Und zwar das hier. Das ist von Supergeek, liebe Leute. Supergeek.de. Ja, hier der Laden, der die Kettensägenaufkleber von drauf macht. Und es ist alles immer wunderbar, safe verpackt. Ich habe noch nie ein verbeultes Paket bekommen. Ich habe auch eine Tasse bei denen mal bestellt. Nicht diese Tasse, liebe Leute, auch wenn die wunderbar ist. Ja. Nein, aber das kommt immer auf jeden Fall sicher an. Das finde ich schon mal ist ein sehr großer Vorteil. Und ja, selbst wenn man das einfach direkt verschenkt, Etikett ab, Papier drum, dann ist das Paket quasi fertig. Ja. Schauen wir einfach mal rein. Ich habe dafür auch die richtigen Waffen. Weil so lange brauche ich es nicht. Ja, der Laden ist wirklich, ja, die haben auch Fairtrade-Shirts. Ja, haben halt gefeaturete Künstler. Das heißt, da sind eben Leute mit mehreren Designs, wo ihr was bestellen könnt. Und jetzt weiß ich nicht, ob das Rattern zu laut war, ist egal. Aber ich habe das ja jetzt schon öfter getan und war oder bin noch nie enttäuscht worden. Und jetzt habe ich gedacht, lasst euch mal dran teilhaben, was hier so geht. Ja, also, da gibt es einen Lieferschein. Tütchen, Gummibärchen. Das ist immer cool, auch wenn ich eigentlich so ein bisschen auf Diät bin. Retourenumtauschformular ist am Start, ein Gutschein und ja, eine wunderbare Karte mit einem guten ja, Druck. Das finde ich cool, mit einer kleinen Danksagung dabei, dass man da was geholt hat quasi. Ja, also sowas finde ich ja nett, das ist ja mal Kundenservice Deluxe, sag ich mal. Und ja, finde ich gut. Mein Kumpel Basti, der hat ja das hier auch auf dem Shirt. Also sehr, sehr cool. Ja, das ist das ganze Papierzeug. Die Gummibärchen, die liegen jetzt mal da drüben. Das hänge ich mir auf jeden Fall gleich an den Kühlschrank, kann ich euch sagen. Ja, und das stelle ich mal da so ab. Oder kann ich das hier so hinstellen? Ja, okay, fangen wir mal an. Das ist natürlich jetzt hier so Plastik, die Verpackung, aber... bei mir findet sowas immer wieder Verwertung, auch bei meinen eBay-Verkäufen zum Beispiel. Also das macht euch da keine Gedanken drum. Hier wird ein bisschen geguckt, was Sache ist mit Müll und Recycling. Also das wird nicht einfach wegkommen. Vielleicht wird irgendeiner von euch mal bei mir was kaufen und dann wird es hier drin sicher verschickt. Das erste Shirt, das Motiv fand ich einfach richtig cool. Da ist jetzt gerade irgendwie ein Zettelchen geflogen. Es ist auf jeden Fall Bordeaux-Rot. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennt. Ist 100% Baumwolle. So, gucken wir mal. Seht ihr das? Das ist Delirium aus dem Sandman-Universum. Sandman von Neil Gaiman. Jetzt auch irgendwie bei Audible oder sowas zu hören, aber eine legendäre Comicreihe. Ich meine, ich glaube, jeder Comic-Fan hat irgendwas von Neil Gaiman im Schrank. Und ich habe auch ein Death-Shirt schon. Ich glaube, das haben ein paar auf Instagram schon ein bisschen öfter gesehen. Das war in schwarz-weiß gehalten, aber ich fand das hier einfach echt abgefahren und cool gemacht. Der Druck, der fühlt sich auch richtig gut an. Und generell, also gegen die Quali, da kann man hier bei den Shirts wirklich nichts sagen. So, ich werde gleich ein anderes einfach mal so anziehen und dann mit ihr das dann auch mal seht, wie das angezogen aussieht. Also ich bestelle immer Größe L. Ja, ich bin vielleicht kein besonders großer Mann, aber also andere wären mir einfach viel zu schmal. So, also deswegen muss das dann schon mal so sein. Ich muss mal einen Schluck trinken. So. Ja, dann ich bin nicht der übelste Zocker dieser Reihe, aber natürlich gibt's da eine gewisse Faszination, die nicht ausbleibt, bei Mortal Kombat! Ja, liebe Leute, ich habe mir auch ein Mortal Kombat Shirt kommen lassen. Ich fand den Aufdruck total cool. Ich muss den neuen Film noch gucken. Ich meine, viele haben gesagt, ey, totaler Müll.
Aber allein der Trailer, der zeigt doch genauso das, so was ich von einem Mortal Kombat Film will. Ja. Das ist einmal Scorpion. Ah, die Zettel, die lagen da drin. Da muss ich dann gleich nochmal gucken. Das habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, aber egal. So, Mortal Kombat Scorpion auf Mint. Und ich finde, das sieht richtig stark aus. Das ist jetzt zwar nicht das Shirt, was ich in meinem Job als Erzieher zur Arbeit anziehen kann, aber ich finde das echt schön gemacht. Also ich stehe ja drauf, wenn die halt diesen Sumi-Touch haben, die Shirts, und da kommt gleich auch noch eins, was das definitiv hat. Also seid mal bereit, dann nehmen wir uns ja auch schon mal hin. Der Ninjesus ist hier umgefallen, das geht gar nicht. So, kriegen wir nicht zum Halten, Ninjesus. Okay, so. Ja, dieses Jahr ist ja auch der Director's Cut, die Special Edition oder wie auch immer man das sagen möchte, von The Crow auf Deutsch erschienen. Und ich habe ja schon ein Vergleichsvideo von der deutschen Ausgabe und der englischen Ausgabe gemacht vor Jahren. Freue mich aber sagen zu können, dass hier die neue Hardcover-Ausgabe zum Beispiel wunderbar ist. Ja? Da werdet ihr sicherlich auch, entweder habt ihr die schon oder werdet sie noch besitzen, anders kann ich das nicht sagen, aber es ist einfach ein Bombenbuch, ja. Und weil ich auch übelster Filmfan bin, also ich mag The Crow 1, 2, 3, ja, also ganz egal, natürlich der erste Teil, da geht nichts drüber, also generell meine Liebe zu Bruce Lee Filmen, zu Brandon Lee Filmen und überhaupt diesen ganzen, was das, diese traurige Aura, die das alles umgibt und dieses melancholische Desaster hinter The Crow, filmisch wie auch im Comic und die Schönheit daran, das Traurige, die Brutalität, aber auch die Liebe. Es ist einfach ein wunderbares Buch und auch ein wunderbarer Film und entsprechend habe ich es endlich getan und mir auch das The Crow Sumi T-Shirt geholt. Da seht ihr es. Und richtig cool. Nach Brandon Lee eben gestaltet. Von dem Künstler hier. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. So, dann ziehe ich mal eben was an. Und nein, ich ziehe mich nicht vor der Kamera aus. Tada! Das bin ich jetzt in dem Shirt. Ja, also ihr müsst euch das vorstellen. Ich bin so 1,70 Meter groß, ja, und das Shirt ist Größe L. Ja, das ist ein schöner Schnitt, es läuft auch in der Wäsche, wenn ihr das entsprechende Angaben wascht, kaum was ein. Also nur minimal bei mir in der Länge, das ist für mich natürlich überhaupt nicht schlimm, weil ich bin nun mal nicht so groß, daher ist das nicht so schlimm. Ja, jetzt werden wir, ich werde gleich ein anderes T-Shirt nehmen, mal kurz die Maße messen, was Größe L kann. Vielleicht hilft euch das direkt ein bisschen weiter. Wenn ihr, also die haben auch immer Tabellen da, was wie groß ausfällt. Aber das kann natürlich ein bisschen mehr helfen, wenn man sieht, ey, okay, so sieht das bei dem aus. Und dann habt ihr vielleicht ungefähr eine Ahnung, wie das bei euch im Real Life passen könnte. Wenn ihr es lockerer mag, müsst ihr es natürlich vielleicht noch ein bisschen größer bestellen. Ich habe auch ein XL-Shirt, das ist eigentlich auch vollkommen okay. Es ist nicht wirklich viel länger, es ist halt einfach ein bisschen lockerer. Ja, aber so einfach optimal auf jeden Fall. So, Maßband. Jetzt muss ich mir ein bisschen Platz erarbeiten. Den Jesus muss jetzt leider gehen. Ich nehme das Delirium Shirt. So, ich lege das mal so hin. Also, die Tasse muss ein bisschen zur Seite. Ja. Das ist jetzt mit dem Kopfende zu mir. Ich messe jetzt einfach mal, also es gibt ja die Breite und Länge. Und die Breite wird immer so ein bisschen hier unter den Achseln gemessen, also von da nach da. Das mache ich jetzt einfach mal hier und sage 56 cm. Ja, also 56 cm so um den Dreh. Ja, jetzt gehe ich mal in der Gesamtlänge, das heißt von der Rückseite Kragen bis unten zum Bund. Und das wären dann so 73, 74 cm, wenn man halt noch ein bisschen minimal dran zieht. Ja, also 56 in der Breite und circa 74 cm in der Gesamtlänge vom Rückenkragen aus. Vorne ist es natürlich ein bisschen weniger,
Aber das macht ja nichts. So, jetzt tut mir leid, ich muss mich gerade mal selber ansehen, weil ich finde das T-Shirt so schön. Ja, also wie gesagt, schaut einfach mal in den Shop rein. Ich finde es wunderbar. Bedanke mich, dass hier, also ich bin echt dankbar, also weil ich mache ja, ja, also, ne, das, ja, ihr versteht nicht, wie wertschätzend ich gerade sein möchte und einfach da mir sogar die Worte fehlen, um das vernünftig auszudrücken. Also danke für dieses stylische Delirium-Shirt. Ich habe auch seit einer Ewigkeit nicht mehr in Rot gekauft, also zumindest knallrot ja, aber halt so, ne? Ihr könnt jetzt auch denken, oh mein Gott, was geht denn bei dem Bordeaux rot? Ja, aber es ist, wie es ist. Und naja, so, hier nochmal der Scorpion. Also ich finde den echt badass. Es gibt natürlich auch einen Sub-Zero. Wer mehr Bock auf Sub-Zero dann danach. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr nicht zu konservative Familienmitglieder habt, dann das Holy Fucking Jesus Shirt. Das ist eigentlich auch immer sehr cool. Und ja. Das steht sogar. Das ist beste Qualität, diese Karte, Leute. Ja. Auf jeden Fall, lieber Super Geek Shop, ich bedanke mich. Ich vermisse nur euren Sticker ein bisschen hier drin, aber es ist egal. Da kleben eh schon welche überall und auf meinem Laptop. Auf jeden Fall, schaut rein, checkt unten die Links, also die führen auch zu den Social Media Seiten. Und dann sehen wir uns bald wieder, nämlich mit ein bisschen was zu spielen. Ich mache nämlich zum einen was Transformers-mäßiges fertig und dann für den We Are Ghostbusters-Channel. Da wird es dann auch nochmal zwei Sachen in einem Video wahrscheinlich geben, wenn ich mich ein bisschen ranhalten kann. Aber werdet ihr dann sehen, auf jeden Fall ein paar nette Spielsachen. Gesellschaftsspiele vor allen Dingen. Also halt auch mal ein bisschen was weniger Figurentechnisches. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, ob ich das richtig rüberbringen werde, aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, das sind die Ankündigungen. Und ich versuche das nächste Toy-Video dann Freitag rauszuknallen. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Bitte, bitte, bitte. Und im Zweifelsfall genießt einfach das Wetter und ja, bleibt stark. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.